Aus der Arbeit des NSA-Untersuchungsausschusses haben wir die Annahme, dass der Bundesnachrichtendienst, der Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik Deutschland, Spionageziele bei seiner Kommunikationserfassung gesteuert hat, die zum Ziel hatten, europäische Regierungen auszuspionieren, internationale Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen und die Zivilgesellschaft. All das wäre rechtswidrig. Es ist Aufgabe des Parlaments, die Regierung zu kontrollieren und damit natürlich auch die Geheimdienste. Ein Untersuchungsausschuss kann das öffentlich tun, er kann Zeugen dazu befragen, er kann Dokumente beiziehen, er hat damit mehr Kontrollbefugnisse als zum Beispiel das entsprechende Kontrollgremium. Und wir sagen ganz deutlich, der NSA-Untersuchungsausschuss sollte nicht nur die Praxis der Nachrichtendienste der Five Eyes-Staaten aufklären, sondern eben auch untersuchen dürfen, inwieweit der Bundesnachrichtendienst selbst rechtswidrig gehandelt hat und inwieweit die Praxis der NSA, die Edward Snowden aufgedeckt hat, dass es dort Bestrebungen gibt, Massenüberwachung durchzuführen, dass man Kommunikation erfasst von Bürgern und Bürgerinnen, von Institutionen, von Parlamentariern, Journalisten, alles ist denkbar, zusammenhängt mit der Praxis des Bundesnachrichtendienstes, der wohl ähnlich wie die NSA jenseits des Gesetzes operiert hat. Wir werden dazu entsprechend versuchen, den Auftrag des NSA-Untersuchungsausschusses zu erweitern. Wenn dies nicht gelingt, wenn die Koalition nicht den Weg freigibt, werden wir einen weiteren Untersuchungsausschuss beantragen, der sich dann der Praxis des Bundesnachrichtendienstes zuwenden wird. Und wir hoffen dann tatsächlich auch zur Aufklärung dieser Spionage beitragen zu können, weil was hier im Raum steht, betrifft jeden Bürger und Bürgerin. Unser aller Kommunikation ist in Gefahr, durch die Geheimdienste anlasslos erfasst zu werden.